Ich weiß nicht, ob ihr sowas hier kennt, ich kannte es nicht, bevor ich die kennengelernt habe. Also das sind so Typen, ich erkläre euch das mal ganz kurz. Die stehen morgens auf, bevor sie einen Kaffee getrunken haben, ziehen sich kurz an und laufen, joggen, meine ich, von Braunschweig auf den Brocken. Das sind ungefähr 50 Kilometer bergauf. Wenn die oben sind, trinken sie ein alkoholfreies Weizen, freuen sich des Lebens, gucken einmal rum und laufen wieder zurück. Und dann fängt für die ein richtig guter Tag an. Wenn sie so richtig Bock haben, dann laufen die quer durch Amerika, mit dem Fahrrad fahren sie irgendwie quer durch irgendwelche Wüsten oder schwimmen durch den Ozean, irgendwie so Extremsportler halt. Und weil das, wie man sich vorstellen kann, nicht nur wir bekloppt finden, sondern alle anderen auch, findet das die Presse total toll und kommt immer hin, macht Fotos und Fernsehen und machen und tun. Die sind ziemlich bekannt damit und können damit richtig viel Geld sammeln. Und das tun die auch und die spenden das ganze Geld immer in irgendwelchen Kinderheimen in Südafrika oder anderen tollen Projekten. Und die möchte ich gerne unterstützen mit einem Teil meines CD-Verkaufes. Und denen möchte ich folgendes Stück widmen. Das ist übrigens eins der zwei Stücke, die nicht von mir sind heute Abend. Das ist von Gerhard Schöne. Das ist Liedermacher aus Dresden. Das heißt Die Sieben Gaben. Wenn ich dir was wünschen dürfte, mein liebes Kind, wünschte ich dir die sieben Gaben, die nicht leicht zu haben sind. Die Geduld der Weinbergschnecke, ruhig zieht sie ihre Bahn und kommt unbemerkt von allem still bei ihrem Ziel an. Stolz von meiner Katze, kein Befehl bricht ihren Sinn. Sie streicht nur um meine Füße, wenn ich sanft zu ihr bin. Wenn ich dir was wünschen dürfte, mein liebes Kind, wünschte ich dir die sieben Gaben, die nicht leicht zu haben sind. Die Balance des Stehaufmännchens, es schwankt etwas hin und her, wenn man es zu Boden drückt und steht dann wie vorher. Und die Frechheit eines Flohes, der die großen Tiere dreist, dort wo sie am meisten stinken, nicht hineinkriecht, nein, beißt. Wenn ich dir was wünschen dürfte, mein liebes Kind, wünschte ich dir die sieben Gaben, die nicht leicht zu haben sind. Das Geheimnis eines Steines, außen grau und unscheinbar, birgt er doch in seinem Innern ein Kristall sternenklar. Und im Traum des Samenkornes, das sich in die Erde legt, das die Blätter und Blüten, Baum und Frucht in sich trägt. Und zuletzt den Mut der Rose, die noch einmal rote blüht, wenn schon raureif und Neuschnee jedes Feld überzieht.
Newsletter ein, da lege ich gesteigert Wert drauf und kaufe CDs. Ich habe genug mit, kein Problem. Ich mach dir natürlich alle erst die Pläne. Ich habe schon viele CDs. Kommst du noch ein? Nee. Noch mal ein rotes? Ich mag nur einen. Oh. Soll ich da mal ein? Ja, ich auch. Ja, das liegt an der Gitarre und an dem kleinen Teil, was hier unten ist. Cube MP heißt das Teil, glaube ich. Und an den Verstärker. Also an mir liegt es jedenfalls nicht. Ich kann das nicht. Deswegen ist es auch hier wahrscheinlich. Ja, aber das ist nur hier mit dem Laden. Weil das ist erstmal in dieser Kinder oder der Monade, das ist alle Wunder. Alle Wunder. Ja, kann ich ja auch verstehen. Ja, ja. Hochen, sagst du. Komm mal mit. Kleiner Ex-Musiker. Aus hier. Ich Ja. Ich
Wieso riechen die